whiskey on the window board. Old mattress lying on the floor. You're just gonna have a smoke and write some more. Some trains keep rushing by. Party goers on the way. You could join them for the night, but not today. Willkommen zu einem neuen Video, dem Monatsvlog November. Ich habe beim letzten Video komplett vergessen zu erwähnen, dass ich endlich eine Playlist erstellt habe mit all der Musik, die immer in meinen Videos im Hintergrund läuft. Also ja, das hatte ich schon lange, lange vor, aber immer vor mir hergeschoben. Und jetzt hatte ich einfach genug Motivation dazu und habe es endlich gemacht. Ich verlinke euch die Spotify-Playlist unten in der Infobox und ja, dann könnt ihr mal reinhören. Wenn euch generell die Musik gefällt, die immer in meinen Videos abgespielt wird, dann ist es, glaube ich, was für euch, so einfach ein bisschen so gemütliche Musik, würde ich das jetzt so grob nennen. Ja, warum ich endlich genug motiviert war, eine Playlist zu erstellen, ist, weil ich habe im letzten Video das erste Mal Musik von einem Freund von uns im Video benutzt, die einfach von der Stimmung her so gut passt und einfach sowieso so cool ist. Johannes hat die ganze Zeit so Ohrwurm davon. Und ja, dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich unbedingt eine Playlist machen, damit alles mal gebündelt an einem Ort ist. Und ja, also schaut da auf jeden Fall gerne mal rein. Und dann geht's weiter mit dem Vlog. Ich habe bei Phoebe Philo noch ein paar Schuhe bestellt, die ich aber zurückschicken werde. Aber ich dachte mir, ich zeige euch die. Ich finde sie nämlich eigentlich super schön. Und zwar sind es diese Lackleder-Pumps. Mit diesen ja, sehr rechteckigen, der rechteckigen Form vorne. Und die sind super bequem tatsächlich, obwohl es Lackleder ist. Aber das Lackleder ist halt super, super weich. Also hier am Fuß ist es super bequem. Und ich hätte sie eigentlich fast behalten, aber ich denke, der Absatz ist nicht so meins. Also so ein Pfennig-Absatz. Ich habe halt das Gefühl, dass ich die dann doch zu wenig tragen werde. Und dann lohnt sich das einfach nicht. Ich will lieber was kaufen, wo ich eher weiß, dass ich sie wirklich oft anziehen würde. Und bei dem Absatz glaube ich das eher nicht so. Es ist einfach ein bisschen wackeliger und dann auch bei der Höhe, ja, da habe ich einfach ein bisschen zu viele Zweifel, als dass ich das dann ausgeben möchte. So, ich werde euch jetzt aber zeigen, was ich von der Phoebe Philo Bestellung behalten habe. Und zwar ist das ein Teil in dieser großen Box hier. So, ich habe es jetzt aus der Schachtel und da könnt ihr es schon erahnen. Es handelt sich nämlich um eine Tasche. Und da werde ich das gute Stück gleich unboxen. Ich weiß aber jetzt schon, dass da die Meinung auf jeden Fall sehr stark auseinandergehen wird. Generell wie auch bei dem Launch von Phoebe Philo. Ein Launch, auf den ich lange, lange gewartet habe und mich sehr darauf gefreut habe. Und wo viele Leute auch hohe Erwartungen haben. Ich wurde persönlich nicht enttäuscht, aber da gibt es auch andere Meinungen da draußen. Und ich bin happy, in welche Richtung das Ganze geht. Und wir machen das jetzt auch einfach auf. So, mal schauen, ob ich das einhändig hinbekomme, ohne dass es super lange dauert. Na? Ich bräuchte doch zwei Hände dafür. So. Ah, ich finde, das ist so ein schönes, besonderes Teil und sehr, sehr typisch in meinen Augen für Phoebe Philo. Also das erinnert mich einfach an alte Celine-Zeiten. Und ich halte es mal raus. Ja, vor allem wegen dem Metallverschluss, der sehr schön und schlicht ist. Das erinnert mich einfach an die Boxbag damals. Ich finde das Format einfach cool, also dieses East-West-Format. Das heißt, das ist so ein bisschen ja, rechteckig geformt. Und ich packe das noch mit raus. Die hat nämlich hier noch so ganz lange Lederstraps an den Innensippern.
die man dann auch raushängen lassen möchte, wenn man da noch ein bisschen mehr haben möchte, quasi. Die einzige Stelle, wo das Logo ist, ist hier unten auf dem Boden. Finde ich auch mal ganz interessant. Und ich glaube, hier noch auf dem Metallverschluss. Ich glaube, das sollte ich am besten noch dazu sagen, falls einige das denken sollten. Es ist kein Pelz, sondern ja, es ist quasi die andere Seite von dem Leder, was man sonst immer kennt, das glatte Leder. Das hat sonst eben auch eine haarige Seite, was sonst abrasiert wird. Und ja, normalerweise kennt man eben diese glatte Seite. Das heißt, wenn man okay ist mit Lederprodukten, was ich bin, wie ihr das ja auch so schon kennt von mir, dann ist das quasi nichts anderes. Und ja, das hat nichts mit Pelz zu tun. Und ja, wollte ich an dieser Stelle lieber vorsichtshalber nochmal erwähnen. So, ich habe jetzt voll das langweilige Outfit an, einfach Jeans und Pullover. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie das so von der Größe her aussieht an meiner Statur. Also, ich kann sie auf jeden Fall super easy schultern, auch mit einem dicken Pullover. Ich bin halt auch eine etwas kleinere Person, da habe ich auf jeden Fall Glück mit. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt für mich, dass man die so einfach ganz bequem tragen kann. Und ich finde auch von dem Größenverhältnis ist die ziemlich perfekt für mich. Also die ist so ein bisschen größer als die Bottega Veneta Arcoberg, die ich mal hatte. Aber nicht so groß wie die ganzen Shopper, die ich habe. Also die ist halt nicht gleich so massive. aber eine Tasche, wo man einfach viel Sachen reinschmeißen kann und ja, die easy und bequem ist und im Grunde relativ schlicht, aber eben mit dem haarigen Detail hat sie was Besonderes an sich. Und ja, ich finde es gut. Ich wollte einfach so eine Everyday Bag haben quasi. Und ja, ich bin gespannt, was so in Zukunft noch von ihr kommt. And you make yourself at home in a 40 paradise. It's not what you've been looking for, but it's worth a try. So, ich möchte mit euch jetzt zusammen
für Japan packen. Moment, das habe ich euch bis hierher ja gar nicht erzählt. Also Johannes und ich fliegen zusammen nach Japan für unsere Flitterwochen sozusagen. Und wir werden ungefähr 16 Tage unterwegs sein, damit ihr wisst, für wie viele Tage ich hier überhaupt packe. Und ja, weiter geht's mit dem Video. Ich muss dazu sagen, ich habe mir gestern Abend schon so ein bisschen Gedanken gemacht und schon so ein paar Teile anprobiert, einfach um wirklich sinnlose Teile auszusortieren, also wo es halt keinen Sinn macht, die mitzunehmen, weil sie nicht so gut miteinander kombinierbar sind. Und ja, damit ich jetzt schon einfach so ein bisschen so eine Idee habe und ein bisschen mehr Plan, wie und was ich packen möchte. Und ja, ich fange meistens an, erstmal zu schauen, okay, was möchte ich auf dem Flug anziehen? Und da möchte ich möglichst bequem gekleidet sein, aber ja, was vom Aussehen her halbwegs okay aussieht. Da habe ich auf jeden Fall hier erstmal eine Base Layer von Arket. Hier so, das hatte ich beim Skifahren eigentlich auch an, also drunter. Also eine graue Leggings und eine passender grauer Longsleeve. Ja, das ist auf jeden Fall super eng alles. Ich würde mir drüber noch eine weitere Schicht anziehen und zwar einmal diesen Wollpullover von Uniqlo, auch in grau, etwas lockerer und dann diese Jogger von H&M. Dieses auch sehr, sehr locker, damit es einfach, ja, bequem ist und falls es dann doch irgendwie zu warm sein sollte, kann ich dann halt auch eine Schicht ausziehen, weil es ist blöd, wenn man nämlich was Dickes anhat und darunter nichts, beziehungsweise man kann einfach die oberste Schicht nicht ausziehen. Das wollte ich vermeiden und ja, das, dann noch passende Socken, das sind jetzt so grau von Arket und dann einen weißen Strickschal, einfach auch nochmal so zum Einkuscheln. Ich nehme außerdem einen Mantel mit, da habe ich mich für den dunkelblauen von Loewe entschieden, weil der ist sehr flexibel, der passt gut zu nicht ganz so kaltem Wetter, also wenn es ein bisschen wärmer ist, offen getragen funktioniert er ganz gut oder wenn es dann doch kälter ist, dann schön umbinden und der ist trotzdem relativ cozy, es ist ja auch mein Wintermantel eigentlich, aber er lässt sich auch sehr gut zusammenfalten. Also ich glaube, ich werde den auf dem Hinweg zum Flughafen anhaben, dann am Flughafen in den Koffer tun, weil wir da noch genug Platz haben. Und ja, ich würde den aber, beziehungsweise ich könnte den komplett auf dem Rückweg auch beim Reisen anhaben, damit er eben keinen Platz im Koffer verschwendet, falls ich den brauchen sollte. Ja, das wäre, meine Schuhe noch dazu. Ich nehme die gelben Onitsuka Tiger Schuhe mit. Als Sneaker, weil ich Sneaker zum Reisen am bequemsten finde und ja, damit ich auf jeden Fall safe ein paar Sneaker dabei habe. Ich habe mir aber vorgenommen, dass ich noch ein paar Onitsuka Tiger Sneaker dort kaufen möchte. Ich habe mir da so ein Modell schon so vorher ausgesucht und dort ist es halt einfach ein bisschen günstiger. Aber ja, ich habe nochmal probiert, irgendwie andere Schuhe zum Flug. Die sind einfach am bequemsten, plus sie passen zum Outfit und falls ich eben doch nicht Sneaker kaufen sollte, habe ich die dann halt einfach schon parat. Da bin ich einfach auf der sicheren Seite. Und ja, das ist mein Travel Outfit. So, damit wäre dann mein Reiseoutfit geklärt. Und der nächste Punkt auf dem Plan wäre dann, was habe ich im Hotel an? Was habe ich zum Schlafen an? So diese Sachen. Einfach damit alles Klamottenmäßiges geklärt ist, bevor wir zu den Outfits kommen, was dann meistens immer so ein bisschen mehr Aufwand ist, rauszusuchen. Und da passt es jetzt eigentlich ganz gut, dass ich eine Kooperation habe mit Organic Basics. Da habe ich nämlich jetzt so einige Teile mit, die ich dann im Hotel anziehen werde, so als Pyjama, beziehungsweise so als Loungewear und halt auch drunter, also als Unterwäsche. Und die werde ich euch, glaube ich, gleich direkt angezogen zeigen, weil es ist einfach ein bisschen besser zu zeigen, als wenn ich die nur so halte. Es ist einmal so ein Spaghetti-Träger-Top in Schwarz, was super simpel geschnitten ist. Und ja, ich finde es cool, dass es weder hochgeschnitten noch irgendwie tief geschnitten. Man kann die Träger auch verstellen. Und dazu trage ich hier einer von deren Ripped Shorties in Weiß. Ja, dann habe ich aber auch noch eine andere Variante, die man zu Hause oder im Hotel tragen kann. So, und zwar wäre das diese Kombo hier. Einmal die gleichen Shorts in Grau, auch in der Ripped-Version. Und dann diesen Longsleeve hier, den ich mir auch selber noch bestellt habe. Ja, weil ich das super cute fand, dass es so ein bisschen cropped ist.
Und dann so leicht V ausgeschnitten, aber nicht zu sehr. Und lange Ärmel. Und ja, einfach so wie es jetzt zum Beispiel ist, finde ich das super cute. Man kann es aber auch, wenn es halt ein bisschen kälter sein sollte, mit der langen Hose als ja, Schlafanzug, Hausanzug benutzen. Aber was halt trotzdem schön ist, weil ich brauchte einfach generell Sachen, die ich zu Hause anhab, wo es aber nicht super peinlich ist, wenn dann der Postbote kommt und man in so richtig Gammelklamotten dasteht. Und mit den Klamotten fühle ich mich auf jeden Fall ja, bequem, aber trotzdem noch relativ vorzeigbar, wenn ihr wisst, was ich meine. Das wäre schon mal diese Sparte an Sachen, die ich mitnehme. Ich habe mir das langärmelige Oberteil übrigens noch in Schwarz geholt. Ja, Organic Basics ist eine nachhaltige Marke für Basics, wie der Name quasi schon verrät, mit GOTS-zertifizierter Biobaumwolle, recycelten Materialien und ressourcenschonender Produktion und so weiter. Ich blende euch hier nochmal meinen Discount-Code ein, falls ihr interessiert seid. So, kommen wir zu den Outfits bzw. den Sachen, die ich mitnehme. Ich fange mal mit den Unterteilen an. Und zwar habe ich da zwei Jeans, die ich mitnehmen möchte. Einmal die Anine Bing Jeans, die Blue Jeans, die Straight Leg Jeans, weil ich die einfach super gerne trage. Die ist super bequem und die passt einfach zu allem. Und als nächstes habe ich hier eine dunkelblaue Jeans von Windsor. Die ist so ein bisschen weiter geschnitten und bei mir ganz, ganz leicht cropped. Und das ist dann einfach nochmal ja, eine Abwechslung zu der helleren Jeans, damit ich noch eine dunkle Variante habe. Und dann habe ich als weitere Hose noch diese Seidenhose von Arket, die ich auch super gerne trage. Einfach für die Tage, an denen es so um die 20 Grad sein soll. Ja, einfach damit ich was habe für wärmeres Wetter, weil ich kann es irgendwie ganz schwer einschätzen, was man, ja, wie warm es sein sollte. Und diese Hose verbraucht einfach kaum Platz. Die ist halt super dünn und die rolle ich dann einfach so ein. Und ja, das macht packmäßig einfach gar keinen Unterschied, dass ich die dabei habe. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Teil zum Kombinieren. Ja, das sind die drei Hosen, die ich mit habe. Dann habe ich außerdem noch einen langen schwarzen Rock mit. Das ist der von COS. Den gibt es aber in so ähnlich auch von anderen Marken. Werde ich euch unten verlinken. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein gutes Teil. Einfach als Alternative zu Hosen. Es ist schön lang. Das heißt, ich kann es auch gut bei etwas kälterem Wetter anziehen. Darunter eventuell eine Strumpfhose oder eben ohne. Und ja, schwarz. Das ist auf jeden Fall auch sehr einfach zu kombinieren. Kommen wir zu den Oberteilen. Oberteilen bzw. Jacken, das fungiert teilweise irgendwie beides gleichzeitig. Da habe ich zum einen diese Jacke von Our Legacy in so einem, ja, Wollstoff, was aber auch nicht allzu dick ist. Das sieht irgendwie schön aus als Oberteil, fungiert aber auch als Jacke. Also ich könnte darunter entweder ein Longsleeve anhaben oder ein Tanktop. Und ja, es sieht irgendwie interessant aus. Es ist nicht zu langweilig, aber es ist trotzdem sehr gut kombinierbar. Sowohl zu den Jeans als auch zu dem Rock. Man kann es geschlossen tragen oder auch offen. Also ja, ein vielseitiges Teil. Ungefähr das gleiche Prinzip habe ich hier mit diesem Cardigan von Le Mer, aber einfach ein bisschen kuscheliger. Auch dieser passt gut zu dem Rock und auch zu den beiden Hosen, eigentlich zu allen Hosen. Und ja, auch hier offen oder zu. Und es ist schlicht, aber nicht zu schlicht. Im Gegensatz zu diesem Rollkragenpullover, den ich einpacken werde, das ist dann halt super, super schlicht, super basic. Aber ja, ist auf jeden Fall ein gutes Teil, falls es kalt sein sollte. In Kyoto soll es, glaube ich, teilweise 10 Grad sein. Deswegen ja, nehme ich auf jeden Fall so einen Kuschelpullover mit. Und der passt auch zu allen Unterteilen, die ich mit dabei habe. Und auch kann ich reinstecken oder draußen ja, locker liegen lassen. Und ja, deswegen ist das auf jeden Fall ein gutes Basic-Knitwear-Teil.
So wie auch das nächste Teil. Es ist wieder schwarz, aber damit fährt man halt einfach am sichersten. Und zwar nehme ich den dünnen Merino-Wolle-Cardigan von Uniqlo mit, weil auch dieser zu allen Teilen passt und ja einfach so ein Longsleeve ist, was auch bei warmem Wetter nicht zu warm ist, aber auch trotzdem eine gute Lage ist, wenn es kalt ist. Und das kann man auch gut reinstecken. Und ja, das passt auf jeden Fall auch zu vielen von den Unterteilen. Dann habe ich eigentlich nur noch so ein paar Basics noch mit. Und zwar einmal ein weißes Tanktop von Anine Bing und einmal ein schwarzes Tanktop. Dann ein weißes T-Shirt von Anine Bing und ein schwarzes T-Shirt von Asket. Und dieser Longsleeve von The Slow Label. Das ist auch sehr vielseitig kombinierbar. Das passt gut zum Beispiel zu der Seidenhose. So locker flowy, wenn es ein bisschen wärmer ist. Und dann einfach irgendwie Ballerinas oder so. Super bequem, aber irgendwie ja ganz schön. Und fungiert aber auch gut als Base Layer, wenn man was Helles, Langärmeliges drunter haben möchte. Und ja, das sind bis jetzt... Ja, das sind eigentlich alle Klamotten, die ich habe. Ah, ein Teil fehlt noch. Und zwar wollte ich dann noch eine ein bisschen besondere Jacke mitnehmen, falls ich mich irgendwie zu langweilig gekleidet fühle und irgendwie noch das gewisse Etwas brauche als oberste Lage. Und zwar nehme ich die Vintage Miu Miu Lederjacke mit. Die ist so, ja, hat so eine Mittellänge. Und die passt eigentlich auch zu so gut wie allen Sachen, die ich hier habe. Und ja, macht einfach nochmal so einen anderen Look. Einfach, falls ich das Gefühl habe, es ist irgendwie zu basic oder es ist zu warm für den Louis Vuitton-Mantel und zu kalt ohne Jacke. Und dann habe ich einfach das noch mit. Aber streng genommen wäre das ein Teil, was man, glaube ich, eventuell auch auslassen könnte. Das ist sozusagen nicht super essentiell, aber so für mich als Styling-Element irgendwie eins, was ich mitnehmen möchte. Ja, das wären alle Klamotten. Das wären eigentlich, ja, das sind alle Teile, die ich mitnehme. Und ich habe das heute Morgen mal Probe gepackt und das wäre in meinem größeren Aufgabegepäckskoffer wären alle Klamotten mit Unterwäsche und auch Beauty-Sachen wäre das eine Hälfte von dem Koffer. Das heißt, Johannes könnte theoretisch die komplette andere Hälfte nehmen. Ich glaube, er kommt so auf gut eine Hälfte. Er hat nämlich weniger Sachen mit, aber seine Sachen sind halt größer und nehmen einfach ein bisschen mehr Volumen ein. Und dann haben wir aber noch einen zweiten Aufgabegepäckskoffer, der einfach so ein bisschen kleiner ist als der. Und hätten einfach nochmal ein bisschen Luft, falls wir da was kaufen, irgendwie für die Sneaker, die ich dann neu kaufe oder was auch immer, ne? Also ich werde auf jeden Fall ein bisschen was einkaufen, damit rechne ich schon. Und das ist besser, wenn man einfach noch ein bisschen Luft vorher hat. Dann steht es noch offen, was ich an Accessoires mitnehme. Und da habe ich hier meinen Handgepäckskoffer, weil ich meistens eigentlich alle meine Schuhe und Taschen in mein Handgepäck reinmache, weil ich die einfach dann ein bisschen mehr an mir habe, da weniger Angst haben muss, dass der Koffer verschwindet und damit auch die Sachen. Und ich hier den Koffer sowieso nicht vollstopfe und ja, dann sind die Sachen einfach nicht so gequetscht. Also ja, das ist einfach meine Art, wie ich immer packe für Reisen. Hier habe ich jetzt ganz oben drauf erstmal einen Jutebeutel. Es ist nämlich auch ganz praktisch, einen Jutebeutel mitzuhaben, falls man halt irgendwie in Supermarkt oder Kombini Snacks holt oder irgendwas, damit man gleich eine kleine Tasche dabei hat, wo man alles reinschmeißen kann. Und ja, die aber so gut faltbar ist, dass sie in jede Tasche reinpasst. Hier in der Klappe habe ich schon mal zwei Gürtel. Ich glaube, ich werde aber noch meinen breiten Gürtel von Arket mit einpacken. So, ich habe das alle schon so in den Staubbeuteln reingemacht. Aber wir hätten zum einen als Stiefel
meine schwarzen Cage-Stiefel, falls ich halt was Eleganteres mit Absatz haben möchte und ja, was in Richtung Stiefel geht. Das sind meine einzigen Stiefel, die ich mitnehme. Dann habe ich die weißen Loafers mit von Arket, weil die super bequem sind und zu vielen Outfits passen. Dann die Schuhe, die äußerlich so ein bisschen besonderer sind und nicht ganz so basic. Und zwar die silbernen Maison Margiela Tabby Ballerinas. Und dann habe ich noch ein weiteres Paar Schuhe dabei. Und da könnte man streng genommen sagen, das wäre vielleicht zu viel. Aber irgendwie wollte ich damit nochmal auf Nummer sicher gehen. Aber ja, ich wollte unbedingt noch meine schwarzen Chanel Ballerinas mitnehmen, weil auch die super bequem sind und die wirklich auch zu jedem Outfit passen. Falls ich, falls es Ballerina-Wetter ist und die irgendwie nicht zum Look passen sollten oder falls die unbequem sind, weil die habe ich noch relativ neu, ich werde zwar komplett Blasenpflaster mitnehmen, aber ja, falls meine Füße einfach Pause von denen brauchen, habe ich halt die noch dabei. Und dann zu den Taschen, da musste ich mich auch entscheiden, okay, welche nehme ich mit. Da nehme ich zum einen mit die Vintage Bottega Veneta Tasche in dunkelbraun, weil die super easy ist. Also die kann ich in Menschenmengen tragen, die kann ich auf den Boden schmeißen. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Die kann ich irgendwie im Koffer reinquetschen. Und ja, die ist einfach immer gut dabei zu haben. Und da passt sehr, sehr viel rein. Dann als kleine Tasche, wo das Nötigste reinpasst, aber die auch, ja, ist das Argument bei allen Sachen, aber die möglichst zu vielen Sachen passen. Und zwar die Chanel Gabrielle Bag. Die habe ich schon länger nicht benutzt, aber ich liebe diese Tasche einfach, weil die ist so super easy. Ja, hands-free, also Umhängetasche einfach. Sieht aber irgendwie interessant aus mit den Schultergurten, die man anders auf andere Weisen tragen kann. Und dann als dritte Tasche, die werde ich aber auch gleichzeitig auch beim Reisen nehmen, habe ich hier die Phoebe Philo Tasche mit. Als etwas größere Tasche, wenn, ja, weiß ich nicht, wenn wir einen Tag haben, wo ich irgendwie noch eine kleine Trinkflasche mitnehmen möchte oder keine Ahnung, weil man einfach ein bisschen mehr Spielraum haben möchte, dass man da mehr Sachen reinhaben möchte, die aber trotzdem nicht zu riesig ist. Und ja, auch die passt sehr gut zu allen Sachen, die ich mit habe. Die ist halt sehr simpel, sehr schlicht, aber hat das gewisse Etwas. Und ja, dann werde ich kurz mal diesen Kram wieder in den Handgepäckskoffer reintun und dann werde ich euch zeigen, was ich in meinem in meiner Handgepäckstasche noch mitnehmen werde. Ach ja, ich werde übrigens in den Schuhen und Stiefeln meine Socken mit reinmachen, die ich mitnehmen werde, damit die zum einen die Schuhe polstern und zum einen, ja, habe ich dann die Socken mit verstaut. Und in der Chanel-Tasche zum Beispiel werde ich meine Sonnenbrillen reinpacken können. Die habe ich hier schon ready. Ich habe von Celine halt diese super guten Sonnenbrillenhüllen. Die sind so schön wattiert und das heißt, die Sonnenbrillen sind gut geschützt. Da werde ich drei Sonnenbrillen mitnehmen. Zum einen diese hier von Celine. Die Slima Optik Sonnenbrille. Und dann noch die große Celine Sonnenbrille. Eventuell aber würde ich noch eine vierte Sonnenbrille einpacken. Ah ja, habe ich mir gedacht. Eigentlich habe ich die nämlich auch bereitgelegt und zwar diese hier noch von Dimai by Dimai als etwas hellere Variante. Und ja, auch vier Sonnenbrillen sind für die meisten Leute wahrscheinlich viel zu viel, aber
die sind eh klein und da hätte ich einfach ein bisschen gern Optionen, wenn ich dann da bin. So, dann packen wir als letztes noch zusammen meine Handgepäckstasche. Zum einen nehme ich mit einmal ein Buch, das hat letztens Anna Laura Amenta in ihrer Story empfohlen. Und da dachte ich mir, oh mein Gott, ich brauche dieses Buch. Das ist Burnout von Emily and Emilia Nagoski. Ich habe es jetzt in der englischen Version, weil das nur halb so viel wie die deutsche gekostet hat. Und warum noch? Da war irgendwie ein zweiter Grund, aber ich habe vergessen. Das nehme ich mit für den Flug oder wenn ich abends einfach Lust habe auf ein Buch, dann nehme ich das mit. Dann nehme ich noch einen Jutebeutel mit, wo die Tasche mit reinpassen könnte und gegebenenfalls noch irgendwie Snacks oder irgendwas anderes, Getränk oder so, was man sich am Flughafen kaufen möchte, falls die voll sein sollte. Ich kann es gerade noch nicht einschätzen. Und ja, ich mache das eigentlich ganz gerne, dass ich dann bei so langen Flügen die Tasche nochmal in so einen extra Schutzbeutel reinmache, weil ich sonst einfach die Befürchtung hatte, es kann ja einfach auch passieren, dass man auf dem Flug Turbulenzen hat und stellt euch vor, dann ist irgendwo Getränk und dann fliegt das durch die Gegend und ja, landet überall und dann fühle ich mich einfach ein bisschen besser, wenn die Tasche zumindest nochmal einmal in so einen Jutebeutel drin ist, einfach. Just in case. Deswegen nehme ich das mit. Und wie gesagt, es ist eigentlich auch ganz praktisch, auf Reisen nochmal einen Jutebeutel mitzuhaben, weil man manchmal einfach einen braucht. Dann mein Pass natürlich. Ich habe noch den alten Pass übrigens. Portemonnaie. Da habe ich jetzt eins von Hermès. Das habe ich relativ neu. Das konnte man sich so customizen und ich habe mich für dunkelrotes Leder zusammen mit weißem Leder innen entschieden. Das ist ganz praktisch, weil da passen unendlich viele Karten rein, aber auch Kleingeld oder ja, Bargeld. Weil in dem anderen, ich hatte vorher einen Kartenleser und das war irgendwann auch zu klein. Dann meine AirPod Max. Also ja, ich kann halt keine In-Ear-Kopfhörer tragen, weil das mein Gehörgang ist einfach zu klein dafür. Das hält bei mir nicht und ist unbequem. Deswegen schwöre ich auf die AirPod Max und ja, Noise Cancelling auf einem Flug ist einfach life-changing und ich könnte niemals mehr ohne Noise Cancelling Kopfhörer verreisen, weil das so einen großen Unterschied macht. Meine Beauty-Sachen auf dem Flug habe ich hier in so einem ganz billigen Zip-Ding. Und zwar habe ich einmal mein Parfum für die ganze Reise und zwar von Diptyque Eau de Sens. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsdüfte und ja, so eine Reisegröße ist perfekt für eine Reise. Dann Hand Sanitizer von Tambourine. Lipgloss von Rhode und Lip Balm von MS. Irgendein Lip Balm würde es aber auch tun. Und nicht einer, sondern zwei SOS-Cremes von einmal Avène und einmal La Roche-Posay. Und ja, das war's. Dann nehme ich noch zwei Gesichtsmasken mit. Ich finde es auf Flügen nämlich sehr angenehm, Gesichtsmasken zu tragen, weil dann ja die Nase nicht so austrocknet. Deswegen trage ich auch jetzt immer noch auf Flügen eigentlich sehr gerne Gesichtsmasken. Apropos Masken. Dann habe ich außerdem noch eine Augenmaske. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich die Augenmaske anhab, dann noch Gesichtsmaske, dann noch Kopfhörer, dann sieht man eigentlich kein Gesicht mehr von mir. Es sieht auf jeden Fall sehr witzig aus. Haargummi, dann noch meine AirPods. Falls der Akku von den AirPod Max irgendwie doch nicht ausreichen sollte oder meine Ohren irgendwann wehtun von den AirPod Max, dann hätte ich halt die noch just in case. Verbrauchen eh nicht viel Platz. Dann habe ich noch meine Brille. Die sieht mich, glaube ich, nie mit Brille, weil ich immer Kontaktlinsen trage. Aber ja, das ist meine Brille. Ich habe noch eine zweite, aber eine reicht wohl. Und dann noch eine Powerbank. Die ist von Anker.
Die hat, ach, ich verlinke euch einfach, die in der Infobox hat auf jeden Fall, ich glaube, eine Ladung mindestens und hat halt diese MagSafe-Funktion. Warte. So. Und ist relativ dünn. Die ist dünner als die von Apple, sieht besser aus und lädt schneller. Ja, ist einfach besser als von Apple. Dann hätte ich als letztes nur noch Snacks übrig. Und da habe ich mir zwei Snacks gekauft von Muji, um schon mal in Stimmung zu kommen. Und zwar einmal so Pumpkin Chips und einmal Erdbeeren in weißer Schokolade. Freue ich mich schon drauf. Und dann außerdem drei Riegel. Einmal von Pamela Reif, den Cashew Caramella Riegel. Dann von Koro eine Proteinbar in Pistachio Butter. Und dann habe ich hier noch eine von Nu3 Chocolate Brownie. Ja, wenn nochmal das kleine Hüngerchen kommt, da habe ich dann auf jeden Fall genug Snacks mit. Und es passt alles in die Phoebe Philo Tasche. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Es könnte noch hier eine kleine Wasserflasche vom Flughafen hin. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr gut, dass alles in eine Tasche passt. Dann habe ich eine praktische Tasche für den Flughafen, aber auch eine dann bei dem Trip, wenn ich eine größere brauche. So, dann fehlt nur noch mein Beauty-Kram. Hier ist mein Make-up drin und hier ja alles an sonstiger Kosmetik, Gesichtspflege, eine kleine Shampoo-Flasche und Haarprodukte. Ja, ich habe es so gut es geht versucht zu minimieren. Das sind die Beauty-Sachen. Und ja, das wären somit wirklich alles, was ich mitnehme. Also ich habe euch jetzt nicht die Socken und Unterwäsche im kleinsten Detail gezeigt, aber das ist wirklich alles, was ich mitnehme. Das ist genau eine Hälfte vom ganzen Koffer und ja, ich bin so ein bisschen stolz auf mich, weil sonst bin ich jemand, der dann doch irgendwie zu viel mitnimmt und das ist, glaube ich, ganz gut. Und ja, ich hoffe, das war interessant für euch und eventuell auch irgendwie ein bisschen hilfreich. Ja, ihr werdet die Outfits dann ja sehen, die ich dann in Japan letztendlich anhaben werde. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie lang dieser Teil des Videos geworden ist. Ich habe schon versucht, ganz, ganz schnell zu reden, damit es nicht allzu lang wird. Aber ja, ich glaube, es ist relativ lang geworden. Aber wie gesagt, ich hoffe, das war trotzdem irgendwie interessant. In a faulty paradise, it's not what you've been looking for, but it's worth a try.